Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, weil ich noch arbeiten muss heute. Sonst würde ich sagen, ja, wir hätten das Spiel ruhig durchziehen können. Aber nein, ist nicht. Heute nicht. Wir machen weiter. Und zwar reisen wir rüber. Wir werden wahrscheinlich sehr viel mit Schiffen unterwegs sein müssen. Weil hier jetzt sehr viele, ja, Inseln oder was auch immer ist. Oh, warte mal, da geht's. Darum geht's. Und das wird dann ja irgendwann auch der Teil bei Valhalla sein, beim nächsten Teil, den wir dann zusammenzocken werden. Und danach geht es also um Mirage. Also ich will Valhalla auf jeden Fall noch Let's Playen, klar. Aber erstmal kümmern wir uns hier um Origins. Wo wir ja, ja, irgendwann so langsam Richtung Ende gehen. Wie gesagt, die Hauptaufgabe, Hauptquest ist, glaube ich, die dritte oder vierte letzte. Aber wir müssen eh leveln. Daher bringt es jetzt erstmal nichts groß was anderes anzustellen, wenn wir leveln müssen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, ich will nur ganz kurz den Synchro-Punkt dort mitnehmen, da oben. Ja, in der letzten Folge haben wir nicht viel gemacht. Wir haben nur ein bisschen Gegenden entdeckt. Aber, ja. Klar, uns fehlen natürlich viele, viele Synchro-Punkte. Aber das ist jetzt erstmal wurscht. Hier ist es nicht allzu wichtig. In den Links war das wieder wichtiger. Guck mal, wir können da theoretisch auch hoch. Aber wir müssen... Ich kletter lieber. Ich wäre keine Assassine, wenn ich nicht klettern würde. So, den haben wir auch erledigt, den Punkt. Wie gesagt, das sind alles kleine Inseln teilweise. Und wir haben die Weltkarte aktualisiert und haben Senus Wahrnehmung verstärkt. So, jetzt gehen wir mal kurz rüber zu dem Dingslager. Ich hoffe, dass das nicht vom Level her zu hoch ist für uns. Weil wenn ich da gegen 32er, 33er, 34er kämpfen muss, ist mir das einfach too much. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Happy Birthday. Da sind noch 31. Also wir sind die 31 jetzt. Wir haben ja... So, die Frage ist... Treffer versenkt, da hinten ist er. Da ist noch eine Wache. Wie haben wir denn? 3, 6 plus das Schiff, was da hinten liegt. Neun. Das können wir wahrscheinlich nicht unentdeckt durchgehen, ne? Ich würde mir halt sehr gerne erstmal den Wachmann holen. Das wäre natürlich cool, wenn der 32, aber der wird bewacht sein. Der liegt, da steht mindestens einer dabei. Das heißt, ich werde nicht ohne weiteres in dieses Ding reinkommen. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ah, blöd. Das ist jetzt blöd. Ich will eigentlich da hoch. Aber die werden... Ja, wahrscheinlich auch. So, der war nicht ganz so wichtig. Hup.
wieder runter? So, jetzt haben wir schon mal die zwei weg. Gut. Okay, der Schleichangriff hat schon mal ein bisschen was geholfen. So, jetzt sehen wir mal Verwesungsgift da rein. So, bevor die jetzt hier irgendwie... So, die zwei haben wir. Wir haben jetzt vier von denen allen weg. Das ist kein Bauernhof, sondern ein großes Militärlager. Oh, nehmen wir dich so weg. So. Befreien wir euch mal. Danke. Die Götter segnen dich. Mögen Isis und Horus und Serapis und Anubis und... Beeil dich du nach! Bedank dich später! So, haben wir jetzt irgendwas? Sprich mit den... Was? Das bin ich? Warte. Ich mach euch jetzt gleich erstmal... Ich helfe euch gleich. Ich mach jetzt erstmal hier... Oh, da ist einer. So, dann fehlt da noch einer. Oh, das hat doch noch gereicht. Das hat auch noch nicht weggeschnitten. Aber gut, wir haben's. Geil, wir haben sie alle weg. Die, unsere Feinde. So, jetzt können wir mal ganz kurz eben mit dem Typen hier reden. Ich wurde erwischt, als ich die römischen Truppen ausspionierte. Ja, warum machst du sowas? Sie bringen Elefanten bei, voller Blutlust zu kämpfen und zwingen sie, wehrlose Gefangene zu töten, um sie abzuhärten. Schaffst du es von hier zurück? Natürlich. Ich suche Apollodoros und sage es ihm. Und das war eine relativ kurze Quest. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, wo der Schatz noch ist. Und dann haben wir es auch. Plünder, fleißig plündern. Und den Schatz nehme ich noch mit, dann haben wir nämlich auch dieses Lager hier. Hier ist nichts, okay. Hätte ich nicht gedacht, was wir finden, aber ich muss gerade gucken. Wie viele Schiffe dort? Tatsächlich. So, dann machen wir ganz kurz noch schnell. Ja, die Nebenquest habe ich gerade zufällig gefunden, deswegen habe ich die mitgenommen.
Oh, ein Jagdbogen. Halt, hier ist der Schatz. Alles klar. Ein Speer, der aber nichts bringt. Und damit haben wir das Römerlager des Mithridates abgeschlossen und haben uns tatsächlich mal in kurzer Zeit 2600 Erfahrungspunkte gesichert. Kann man so machen. Ja gut, das ist jetzt keine. Aber ich dürfte das jetzt kein Sperrdings mehr sein, kein Sperrgebiet sein. Hey, ist noch irgendwas? Muss ich vielleicht. Ah ne, hier ist so eine Pfeile. Okay. Ach ne, ein bisschen Verwesungsgift war das nur. Okay. So, haben wir hier wohl ein Lagerfeuer? Ja! Habe ich meine Füße. So, wir wollen die Leichen ja direkt verbrennen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den hier. Ist das der Hauptmann hier? Ja, ne? Das ist der Hauptmann, oder? Ja. Auch du kriegst natürlich eine Feuerbestattung. Kriegst. Oder. Kann ich? Super. Hat sich voll gelohnt. Ja, ich wollte schon. Da muss ich noch was näher dran. Ja, jetzt passt es doch. Brenn, kleiner Hauptmann, brenn! Oh, upsie. Da hat's mal kurz. Da hat es mal ganz kurz die Bank mitgenommen, aber egal, wir haben den Hauptmann und sein Gefolge, die haben noch nicht mehr allzu viel gemacht, dann am Ende. Ja, die hat ja geschlafen und dann habe ich den ja relativ zeitnah weggebrezelt. Gut, das soll die kleine Quest gewesen sein. So, und jetzt müssen wir kurz mal gucken. So, jetzt müssen wir uns kurz so nach Herakleion. Wieder zurück. Der Vorteil ist, dass wir hier einen Schnellreisepunkt haben. Deswegen habe ich mir den auch gesichert, damit wir nicht den ganzen Weg wieder rennen müssen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann besuchen wir tatsächlich erstmal Cleopatra.